In diesem Tutorial werden wir uns im Rahmen der Vektorgeometrie einige Grundlagen von Geradengleichungen anschauen, wie das Aufstellen, Skizzieren, die Punktprobe oder die Spurpunkte. Als erstes werden wir uns ein bisschen genauer den Aufbau einer Geradengleichung anschauen. Und zwar eine Geradengleichung sieht wie folgt aus. Von links nach rechts gelesen, g ist natürlich der Name der Geraden, sie kann g, h, i, j und so weiter heißen. Dann der Vektor x ist der allgemeine Punkt auf dieser Geraden und es ist nichts anderes als die Abkürzung für x1, x2 und x3. P ist der Stützvektor oder auch sogenannter Stützpunkt. Abstrakt kann man sich dieser Vektor als ein fester Punkt auf der Geradengleichung vorstellen. T ist dann ein Parameter, dessen Bedeutung wir ein bisschen später genauer kennenlernen werden. Und R ist der Richtungsvektor, also das ist der Vektor, der die Richtung dieser Geraden angibt. Diese Art oder diese Form einer Geradengleichung anzugeben, heißt Parameterform oder Parametergleichung. Und jetzt werden wir uns natürlich anschauen, wie das Ganze rechnerisch funktioniert. Natürlich werden wir die bereits besprochene Formel verwenden. Die habe ich jetzt nochmal rechts angedeutet. Und wir sollen durch diese zwei Punkte a und b eine Geradengleichung aufstellen. Also, wir fangen dann an mit g Doppelpunkt Vektor x ist gleich. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wählen wir a oder b als Stützvektor. Und ich entscheide mich jetzt für den ersten Punkt, für a, denn der wird nur als Ortsvektor dargestellt. Also wir nehmen den Punkt und schreiben es als Vektor hin. Dann kommt plus ein Parameter, in diesem Fall t. Und dann brauchen wir einen Richtungsvektor für unser Geraden. Wir erinnern uns, ein Richtungsvektor zwischen zwei Punkten bedeutet einfach den einen minus den anderen Punkt. In diesem Fall entscheide ich mich für b minus a. Also hier in der Klammer können wir einfach b minus a rechnen. 4 minus 2 sind 2. 1 minus minus 1 sind ebenfalls 2. Und 0 minus 3 sind minus 3. Also nochmal kurz angedeutet zur Klarstellung, das war nichts anderes als Punkt A und der Richtungsvektor war B minus A. Jetzt, diese Parameterform, die wir jetzt aufgestellt haben, ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Geradengleichung aufzustellen. Man kann die Gerade beim Bedarf auch zerlegen in einzelnen Koordinaten, zeilenweise. Also zeilenweise können wir sagen, x1 ist gleich. Und dann hätten wir die erste Zeile von hier oben, 2 plus 2t. x2 wäre dann minus 1 plus 2t. Und die letzte Zeile hier ist dann x3, ist dann 3 minus 3t. Und wenn man es braucht, eine Aufgabenstellung, kann man diese zerlegte Form auch als allgemeiner Punkt dieser Geraden darstellen. Also, ich nenne es jetzt einfach mal P allgemein. Das bedeutet nichts anderes, als ich schreibe diese Koordinaten schön hintereinander in Abhängigkeit von T. Also, dann haben wir 2 plus 2T minus 1 plus 2T und 3 minus 3T. Der Vorteil dieser verschiedenen Darstellung erkennt man erst, wenn man bei den anwendungsorientierten Aufgaben landet. An dieser Stelle wollen wir noch dieser Geradengleichung ein Koordinatensystem zeichnen. Ich hoffe, anhand der Abbildung rechts ist der Maßstab erkennbar. Also wir haben hier an dieser Stelle natürlich unser Koordinatenursprung und das ist unser Maßstab. So, wenn man eine Geradengleichung ein Koordinatensystem zeichnen möchte, dann fängt man natürlich an mit dem Stützvektor. Das ist bei uns dieser Punkt A. Also ausgehend von 0 tragen wir das ein. 2 minus 1, 3. Würde wir haben 2 in die Richtung, dann minus 1 nach links und 1, 2, 3 nach oben, also ungefähr hier wird dieser Punkt A sein. Und jetzt ausgehend von A zeichnet man die Richtung des Richtungsvektors. Also wir fangen nicht mehr im Ursprung an, sondern im A. Und da haben wir 2, 2 minus 3, also von A aus 2, dann nochmal 2 und minus 3 nach unten. 1, 2, 3. Also ungefähr hier wird dann die Spitze des Richtungsvektors sein. Und wenn wir jetzt die zwei Punkte miteinander verbinden,
wird die Geradengleichung genauso aussehen. Also das wäre dann g und natürlich zeigt g in dieser Richtung, also in die Richtung des Richtungsvektors. So kann man eine Gerade in ein Koordinatensystem zeichnen. Als nächstes wollen wir uns anschauen, wie eine Punktprobe funktioniert. Wir haben diesen Punkt C und wir wollen prüfen, ob er auf G liegt. Die Gerade G ist die gleiche Gerade, die wir vorher aufgestellt haben. Genauso wie in Analysis, also bei Funktionen, macht man dafür eine Punktprobe, indem man den Punkt einfach hier einsetzt. Und es gibt nur eine richtige Stelle, wo man das machen sollte, und zwar für diesen allgemeinen Punkt oder für diesen Vektor x. Dann sieht das Ganze wie folgt aus. Also wir haben 6, 3 minus 3 ist gleich 2 minus 1, 3 plus t mal 2, 2 minus 3. Und dann kann man das Ganze zeilenweise zerlegen in drei Gleichungen. Also die erste Zeile lautet dann entsprechend 6 ist gleich 2 plus 2t, 3 ist gleich minus 1 plus 2t und minus 3 ist dann 3 minus 3t. Entsprechend kann man jede dieser Gleichungen oder dieser Zeilen nach t umformen. Also aus der ersten Zeile. Wir können uns auch ein bisschen, glaube ich, das gedanklich vorstellen. Die 2 geht rüber mit minus 2, dann haben wir hier 4 stehen und 4 geteilt durch 2 sind dann entsprechend 2. Hier geht die minus 1 rüber mit plus 1 sind 4, 4 geteilt durch 2 sind ebenfalls 2. Und bei der letzten Zeile, die 3 geht rüber mit minus 3, dann haben wir hier minus 6 stehen, geteilt durch minus 3 sind ebenfalls 2. Weil alle Parameterwerte für t identisch sind, kann man mit gutem Gewissen sagen, dass dieser Punkt C auf der Geraden G liegt. Man kann es mathematisch so schreiben, C Element von G. Oder wenn ihr diese Schreibweise nicht mögt, schreibt einfach C liegt auf G. Ist genauso viel wert. Und die letzte Frage, die wir hier an dieser Stelle noch klären wollen, ist die Tatsache, ob C zwischen A und B auf dieser Geraden liegt. Dafür stellen wir uns am besten eine Geradengleichung vor. Also das ist g und wir erinnern uns, wir haben g mit Hilfe von Punkt a und Punkt b aufgestellt. So, aus was besteht eine Geradengleichung eigentlich? Eine Gerade besteht aus unendlich vielen Punkten, die aneinander gereiht sind und eine gewisse Richtung zeigen. Das ist in diesem Fall die Richtung ab. Also das bedeutet, die Bedeutung dieses Parameters t hier hinten ist folgende und zwar, für jeden einzelnen Punkt auf der Geradengleichung gibt ein spezieller t-Wert, also man kann diese Parameter auch als eine Art Laufzahl sehen. Und der passende t-Wert für unser Punkt C haben wir schon vorher bestimmt, das ist t gleich 2. Wenn wir jetzt noch wüssten, welche t-Werte für a und b vorkommen, dann könnten wir entscheiden, ob c dazwischen liegt oder rechts oder links. So, dafür probieren wir sehr einfache t-Werte. Also, wir können oben in unserer Geradengleichung für t erstmal 0 einsetzen. Das ist der einfachste Wert, den wir wählen können. Und wenn wir das machen, dann verschwindet der ganze hintere Richtungsvektor und dann bleibt ja nur noch 2 minus 1, 3. Und das sind genau die Koordinaten des Punktes A. Und ja, das können wir auch verallgemeinern. Für t gleich 0 befinden wir uns bei einer Geradengleichung immer beim Stützvektor, also in diesem Fall im Punkt A. Der nächste einfache Wert, den wir noch wählen könnten für t, ist natürlich die 1. Wenn wir jetzt für t gleich 1 das Ganze zusammenfassen, dann kriegen wir raus 4, 1 und 0. Und 4, 1 und 0 sind genau die Koordinaten des Punktes b. Und das ist auch immer so. Also für t gleich 1 befindet man sich immer in dem zweiten Punkt. Und ich glaube, spätestens jetzt könnt ihr erkennen, für a gilt t gleich 0, für b gilt t gleich 1 und c hatte den Parameterwert t gleich 2. Also kann c nicht zwischen a und b liegen, sondern genauer gesagt liegt c hier an dieser Stelle ungefähr. Genauso weit entfernt von b wie b von a. Und damit c zwischen a und b liegt, müsste c einen Parameterwert zwischen 0 und 1 besitzen. Also 0,5 oder 1 Drittel oder 1 Viertel oder was auch immer zwischen 0 und 1. Also, kurz gesagt, die Antwort ist nein. Und die Begründung, wie bereits erwähnt, liegt an dem Wert dieses Parameters.
In unserem letzten Beispiel wollen wir uns noch die Bestimmung der Spurpunkte einer Geraden anschauen. Mit den Spurpunkten sind die Schnittpunkte mit den drei Koordinatenebenen gemeint. Also zur Erinnerung, jedes Koordinatsystem kann man in drei Grundebenen aufteilen. Einmal hier die x1, x2 Ebene, dann entsprechend hier die x2, x3 Ebene und hier an der Seite noch die x1, x3 Ebene. Natürlich sind diese drei Ebenen nicht groß, aber so sehen sie hier abstrakt zwischen den Achsen aus. So, worum geht es? Eine Gerade natürlich ist unendlich lang und die kann gegebenenfalls alle diese drei Grundebenen schneiden. Also wir können uns so vorstellen, bei uns in der Abbildung könnte wir sagen, diese Gerade schneidet die x1, x3 Ebene vielleicht irgendwo hier. Das ist S13, der Spurpunkt mit der x1, x3 Ebene. Dann geht sie weiter hier runter. Das bedeutet, irgendwann mal trifft sie auch auf die x1, x2 Ebene. Das wäre S12. Und natürlich, wenn wir uns das so vorstellen, dass man sie verlängert, irgendwann mal wird sie auch auf die x2, x3 Ebene treffen. Gehen wir davon aus, irgendwo hier unten. Und das wären dann die drei Spurpunkte, die wir bestimmen wollen. Um die zu bestimmen, muss man einfach sich vorstellen, welche Eigenschaften ein Punkt besitzt, was in dieser Ebene liegt. Zum Beispiel, wenn ein Punkt in der x1, x2 Ebene liegt, dann kann man automatisch sagen, dass seine x3-Koordinate 0 ist. Entsprechend, wenn ein Punkt in der x2, x3 Ebene liegt, hat er die x1-Koordinate 0. Und der x1, x3 Ebene ist die x2-Koordinate 0. So, und das werden wir jetzt auch gleich für die Rechnung nutzen. Als erstes wollen wir den Spurpunkt mit der x1, x2 Ebene benutzen. Wir erinnern uns, auch wie rechts abgebildet, dafür müssen wir die x3-Koordinate 0 setzen. Das ist sehr einfach. Von oben, von der Geradengleichung, nehmen wir die letzte Zeile hier. Also die x3-Koordinate würde dann so aussehen. x3 ist 3 minus 3t und dann setzen wir für x3 einfach 0 ein und formen nach t um. Also entsprechend hier an dieser Stelle plus 3t, dann haben wir 3t ist gleich 3 geteilt durch 3, somit ist dann t 1. Und wenn wir jetzt diesen t-Wert wieder in unsere Geradengleichung einsetzen, dann kriegen wir die fehlenden Koordinaten. Also, für den ersten Spurpunkt S12 kriegen wir dann raus. Also das ist ein leichter Wert, das kann man auch im Kopf einsetzen. Dann haben wir 2 plus 2 sind dann entsprechend 4. Minus 1 plus 2 sind 1. Und die x3-Koordinate braucht man nicht mehr zu rechnen. Wir wissen schon, sie ist 0. Genauso einfach zu bestimmen ist auch der Spurpunkt mit der x2, x3-Ebene. An dieser Stelle wissen wir natürlich, dass die x1-Koordinate 0 ist. Deshalb gehen wir zu unserer Geradengleichung oben, nehmen die oberste Zeile hier. Also x1 wäre dann entsprechend 2 plus 2t. Dann setzen wir natürlich hier die 0 vorne ein. 2 plus 2t sind dann 0. Dann minus 2t ist gleich 2 geteilt durch minus 2. Somit ist t gleich minus 1. Und diesen t-Wert hier nehmen wir wieder und setzen es da oben die Geradengleichung ein. Und nachdem wir das Ganze ein bisschen zusammenfassen, haben wir dann natürlich für die x1-Koordinate 0 raus. Bei der x2-Koordinate haben wir minus 1, minus 2 sind minus 3. Und bei der x3-Koordinate haben wir 3 plus 3 sind natürlich 6. So, und bei unserem letzten Spurpunkt, also der mit der x1, x3-Ebene ist natürlich die x2-Koordinate 0. Und dann schnappen wir uns von hier oben die x2-Koordinate. Also x2 wäre dann entsprechend minus 1 plus 2t. 0 ist dann minus 1 plus 2t. Bisschen umformen. Minus 2t sind dann minus 1 geteilt durch minus 2. Somit kriegen wir für t 1/2 raus. Das setzen wir wieder in unsere Geradengleichung ein. Und dann haben wir für den letzten Spurpunkt, wenn ich hier 1/2 um einsetze, habe ich 2 plus 1 sind 3. Die x2-Koordinate war sowieso 0. Und bei der letzten Koordinate dann habe ich 3 minus 1,5 sind natürlich 1,5.
Zusammenfassend sind das also unsere drei Spurpunkte und so kann man sie bestimmen. Und nicht vergessen, die Spurpunkte sind nichts anderes als die Schnittpunkte mit den drei Grundebenen. Abschließend noch ein paar Hinweise. Geraden sind eine wichtige Grundlage der Vektorgeometrie und einige der weiterführenden Themen lauten die gegenseitige Lage zwischen zwei Geraden, dann die gegenseitige Lage zwischen geraden Ebenen und natürlich gibt es auch sehr viele anwendungsorientierte Aufgaben mit Geradengleichungen, zum Beispiel die Bewegungsaufgaben, die immer wieder in der Abiturprüfung vertreten sind. Tutorials zu all diesen Themen findet ihr in der gleichen Playlist. Und noch ein trockener mathematischer Witz. Was ist klein, grün und dreieckig? Ich verrate es euch.